Morgen! Schön, dass ihr alle wieder hier seid auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich habe ein bisschen Sand hier und damit will ich heute nochmal eine Struktur machen, also ein bisschen feinkörnigen Sand. Und ja, ich starte einfach mit meiner Farbe. Ich habe mir hier so einen Sandton gemischt mit Weiß. Kannst auch einfach gießen, gerade bei einer großen Fläche. Schütt das einfach auf. Nimm dein XL-Palettenmesser und verstreiche einfach die Farbe. Ich habe hier übrigens schon eine bemalte Leinwand genommen. Also da war schon mal was drauf. Ich experimentiere ja gerne. Also das kannst du auch machen. Nimm ruhig deine alte Leinwand. Hol die hinterm Schrank wieder vor, falls sie dahinter steht. Und nimm die, probier das aus. Nutze das auch, gerade diese Schicht hier, um nochmal Effekte auszuprobieren. Gerade eingefallen, als ich die Farbe noch nicht so gut gerührt habe, so kannst du auch schön so einen Marmoreffekt ganz einfach und simpel dir hier hinspachteln. Das brauchst du jetzt nicht, aber probier es trotzdem ruhig aus. Was Magisches, finde ich. So Zauber, Zauber, wenn man hier den Sand so reinstreut. Jetzt verteilst du den noch mal so ein bisschen mit dem Palettenmesser, verstreichst das so etwas. Du kannst auch noch mal ein bisschen Farbe rüberziehen. Hier steht jetzt ein bisschen das Kreuz. Man kann natürlich irgendwas unters Kreuz legen, aber das habe ich meistens gar nicht so schnell parat und dann auch nicht in der richtigen Größe. Also das kannst du natürlich machen. Ich ziehe es immer einfach hoch, also heb die Leinwand hoch, dann ist das Kreuz nicht so abgebildet und dann verteilst du das und gut ist. Ach ja, du kannst natürlich auch einfach deinen Kuchenheber wieder verwenden. Und verstreichst damit etwas die Paste, die jetzt ja so entstanden ist. Und nimm auch ruhig mal die Kante, zieh ein bisschen die Masse wieder weg, zieh es glatt und experimentiere einfach. So ein bisschen Farbe drüber, ich will das hier so schräg rüberlaufen lassen. Wie genau, weiß ich noch nicht, aber ist egal, es kommt. Ich gucke mir erst nochmal die Fläche an, finde es interessant, sind verschiedene Farben jetzt entstanden. Hier ist noch ein leicht Klamm, aber hier sind schon tolle Farben und tolle Strukturen drin. Also gerade diese schön, den Sandton finde ich ganz gut. Gerade für Anfänger ist das gut, wenn du dir das ein bisschen vorzeichnest. Mit dem Bleistift, das kannst du ruhig machen. Jetzt ein bisschen Wasser, mal gucken, ob es geht. Ich will heute mit wenig Farbtönen malen. Also ich habe hier nur ein Schwarz, ein Blau und ein Weiß, mehr nicht. Das soll reichen, hoffe ich mal. Das läuft noch nicht so gut. War ich noch zu zaghaft mit dem Wasser. Aber es ist halt auch so, die Fläche ist ja noch nicht so richtig trocken. Aber jetzt läuft das hier ganz schön. Das kannst du hier ganz gut sehen. Und dadurch zieht es so in die Struktur rein. Mir hier einfach ein Klecks Blau drauf gemacht auf meiner Spezialpalette. Die hast du bestimmt auch zu Hause.
Und ja, jetzt fange ich mal an, ein bisschen Farbe drauf zu geben. Das Blau mischt sich so mit dem Grauen und das erinnert mich jetzt, wenn die Sonne scheint und du guckst in den Himmel und da kommen so Regenwolken, was wir hier relativ häufig haben, dann hat das aber eine ganz tolle Farbe. Die mag ich sehr gerne. Dasselbe wie vorhin. So kriege ich hier nochmal so andere Übergänge rein. Jetzt kannst du es mit einem Palettenmesser oder. Nee, doch. Nimm mal das Palettenmesser und verstreib das einfach nochmal. So über die Struktur. Dann kommen da auch nochmal so tolle Effekte. Ja, hier löst sich so leicht die Struktur, aber es macht gar nichts. Also es ist eigentlich ein schöner Effekt. Du kannst die Farben übereinander ziehen, Farbe wieder wegnehmen und genau das ist das, was jetzt die ganze Technik ausmacht, finde ich. Willst noch ein bisschen Wärme haben? Okay, das war jetzt ein bisschen zu knallig, aber ich hatte den Farbton hier noch. Und ja, wenn ich den jetzt verstreiche mit Weiß, dann verteile ich den natürlich auch noch mit in die andere Farbe. Dann mischt sich das auch alles wieder miteinander. Die Farbe ist sowieso noch nass, also das passt schon irgendwie. Jetzt hier heute mal nicht so wie sonst so freie Formen entstehen lassen, sondern auch mal so ein paar Abgrenzungen bewusst setzen. So, die Übergänge sind meistens ja ein Problem zu der großen Fläche und den Konturen hier. Mit Wasser kannst du es einfach laufen lassen, also in die Struktur reinlaufen lassen. Das finde ich auch immer ein toller Effekt. Finde ich ganz schön. Oder ja, einfach wieder verstreichen, Palettenmesser ein bisschen verstreichen. Was ich auch immer gerne mag, ist, sich nicht festzulegen auf jetzt eine Technik oder so, oder was man so im Kopf hat, sondern wirklich auch frei hier wieder die Pinselstriche nutzen, stehen lassen, einarbeiten. Das ist eine kleine Erinnerung daran, dass du hier malst. Also du musst nichts darstellen, keine Marmorierung oder so.
Das ist eine leichte Arbeit, finde ich. Also auch gerade für Anfänger. Du musst nicht so sauber arbeiten. Du kannst den Sand einfach mal stehen lassen, wieder wegnehmen. Und hier ist so schön noch die Farbe auch von dem Sand mit drin. Das finde ich ganz gut. Und dann eben nur mit diesen wenigen Farbtönen arbeiten, so monochrom. Das ist relativ simpel, würde ich mal sagen. Brauchst nicht viel darauf zu achten, wenn sich der Sand wieder löst. Ich hatte es auch nur geföhnt, dann ist das halt so. Also dann ziehst du halt den Sand da wieder runter. Kann ja eigentlich nichts passieren. Und ja, jetzt trocknet das erstmal durch. Ich hatte hier meinen Spaß. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ja, nimm einfach deine Farben, die du magst. Nimm Rot, nimm Gelb, nimm Grün, was auch immer. Und schaff dir deine Leinwand. Jetzt muss ich erstmal meine Werkzeuge hier sauber machen. Da ist immer noch so ein bisschen Sand dazwischen. Den wische ich jetzt einfach nur mit einem nassen Tuch ab. Und dann, ja, trinke ich meinen Kaffee. Mach's gut. Tschüss. Den Tipp heute habe ich dir schon im Atelier gesagt. Also nimm deine Farben, die du magst, ändere das einfach in deinen Farben. Und dazu habe ich dir was im Buch geschrieben. Da kannst du noch mal reingucken, natürlich auch zur Struktur und den Werkzeugen. Also wichtig ist, dass du einfach anfängst, einfach machst, keine Hemmungen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel keinen Sand hast, kannst du auch einfach noch mal kurz um eine Ecke gehen, vielleicht ist da irgendwo ein Spielplatz oder vielleicht lebst du am Strand. Wenn heute die Geschäfte aufhaben und du siehst das Video, guck einfach auch in so ein Tiergeschäft. Vielleicht gibt es da irgendwo Vogelsand. Also nutze auch den kleinen Spaziergang, mach dir deinen Kopf frei und dann fängst du danach einfach an zu malen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Kommentar vor allen Dingen. Ich hatte wenig Zeit die letzten Wochen. Ich war meistens total platt am Sonntag und habe mich dann einfach davon gemacht, sozusagen. Ich habe aber die Kommentare gelesen und für mich ist es immer so ein Balsam. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du das trotzdem machst, auch wenn ich nicht immer antworte. Dankeschön. Hab einen ganz schönen Sonntag, genieße deine Zeit. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir hier so eine tolle, herzliche Gemeinschaft haben und bilden. Dankeschön, mach's gut, tschüss.